Alter, was geht ab, Leute? Hier? Tag 2 aus Berlin. Wir gehen heute Rüyam-Döner essen. Krass, gehypt. Viele haben mir den empfohlen. Rüyam, der hat richtig krasse Bewertungen. Das ist auch mein Favorite Laden. Ihr müsst nach Berlin kommen, zu 1000%. 6,30, stabiler Preis noch. Auch stabile Kundschaft, also Laden ist voll. Wartezeit 15 bis 20 Minuten. Da haben wir das gute Teil. Seitdem ich da gewartet habe, ist die Schlange noch länger und länger und länger geworden. Ich musste jetzt gar nicht so lange warten, vielleicht eine Viertelstunde. So. So. Das kommt geil. Gut, top. Wir verstecken uns vor dem Wind, damit ihr auch was hört. Der ist gut. Gesamt 8 vielleicht. 8,5. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Berlin nicht besser hat, wo weniger Schlange ist, weil. Wenn du bedenkst, okay, du wartest so lange für den, lohnt sich das dann wirklich so sehr? Ich finde nicht wirklich. Das ist ein leckerer Döner, sehr guter Döner. Aber will ich so lange warten dafür? Eher nicht. Und ich bin mir sicher, es gibt bei weitem bessere Döner, weil ich hatte schon bessere Döner. Sprich, overhyped. Ja. Overhyped, aber lecker. Das Coconut, den Laden macht eine Freundin von einer Freundin von uns. Haben wir letztes Mal abgecheckt, schauen wir mal, ob der noch lebt. Sieht so aus, oder Leute? Hier ist gar nichts mehr. Innen sieht es auch nicht so gut aus, seht ihr nicht? Hartes Business. Cool. Egal, wir sind hier bei November. Wir haben einen Michelin Bib Gourmet Award gewonnen, 2023. Das sieht heftig, Leute. Das sieht saftig aus, man. Fresh. Du siehst echt gut aus. Du auch? Das Essen sieht aber besser aus. Ach, Spaß. Spaß. Du kommst mich in Vietnam besuchen, oder? Dezember? Musst du denn mein Weihnachtsgeschenk sein? Du hast mir versprochen. Ich glaube, es war irgendwas mit Trüffeln, ne? Trüffel Yuzu, glaube ich. Das Trüffel. Ich habe mit dem besten Stück hier, Mann. Also das, was mich am meisten anspricht. Ah, das ist Fatty Tuna. Ja, Fatty Tuna ist das. Mmh. Und? Geschmeidig. Mmh. Was zum Beispiel? Oh. Das ist gut. Zum Beispiel weiß ich gar nicht, was das hier ist. Das hier. Oh, ich weiß, es stand auf der Karte. Fisch, ne? Mhm. Das ist auch Thunfisch. Das ist, glaube ich. Oh, nee. Nein, das ist nur Bildschirmschoner. Ah, oh. Das ist, glaube ich, nee, kein Butterfisch, oder? Nur so ein Fisch. Ein Fisch. Das war so lecker. Und ihr wisst ja, was ich sage. Gutes Sushi oder Sashimi darf nicht zu stark nach Fisch schmecken oder am besten gar nicht. Also wenn es zu stark danach schmeckt, ist es eigentlich schlecht. Vorspeisenzeit, Leute! Achso, ja, film erstmal deinen Drink, der so yummy ist. Der ist so yummy, viel besser als der erste. Außer Pizza und Jakobsmuschel. Die sehen echt
sehr jetzt gesagt. Schau mal, geh mal hier rein, dieses ja. Grüne. Mhm. Sieht interessant aus, ne? Was ist das? Warte. Das Grüne ist... Oh. Mhm. Mit Trüffel oben drauf und fancy Pommes, sag ich mal. Das ist gut. Bisschen zu soßig aus, aber wir probieren mal. Und? Mhm. Wie schmeckt's? Mhm. Cool, oder? Oh, das ist auch sehr gut. Bisschen zu viel Soße, aber sehr gut. Boah. Toll. Und das ist vegan. Vegetarisch, keine Ahnung. Ah, das sind ja Moschkums, wa? Ja, es schmeckt wie Fleisch. Ja, mega. So, es gibt Schnitzel, Leute. Salat, Kartoffeln. Aber das war ein bisschen irgendwie so Asian Fusion angehaucht, oder? Hatte ich gehört irgendwie... Aha. Was hatten Sie gesagt? Schon einige gute Schnitzel gehabt. Warte. Du musst eigentlich die Zitrone hier drauf... Ich mag immer erstmal pur probieren, damit ich den puren Geschmack und dann... Sehr gut, richtig. Bei Pfohlen und so mache ich auch immer. Sehr gut, ja. Richtig. Gut. Zart. Knusprig? Knusprig. Wow. Gut gerührt. Wie der Himmel auf Erden, richtig? Das ist gut. Lass uns anstoßen. Yay! Nachspeise. Wild. Oh, viele Reize, boah. Süß, sauer, Kerne, knackig. Oh, richtig viele Einflüsse kommen auf meine Zunge. Oh. Eine Geschmacksexplosion. Ja. Das hat echt so viele Komponenten. Oh. Jo, abschließende Worte. Rührmdöner. Lecker. Sogar sehr lecker. Aber lohnt sich die Schlange? Zeit ist Geld. Ich hatte noch Glück. 20 Minuten warten. Alle nach mir. 30, 40 Minuten warten. Lohnt sich das wirklich? Sollte man nicht lieber einfach irgendwo was anderes krasses essen gehen hier in Berlin? Ich lasse es euch entscheiden. Mir ist die Zeit es nicht wert. November. Ich kann verstehen, warum die irgendwie so einen Michelin-Preis gewonnen haben. Fisch, Sushi war extrem gut, weil es ging runter wie Butter. Und die Nachspeise? Das ist genau das, was ich liebe. Geschmacksexplosionen, Digga. Du beißt rein, auf einmal ist es salzig, süß, sauer, verschiedene Strukturen, Texturen und dann der Nachgeschmack ist noch anders und hier aktiviert sich was und hier schmeckt es anders. Zu krass, Mann, zu krass. Das war's von mir aus Berlin, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr Bitcoin, Ethereum, Crypto Cash, wo geht ihr gerne und jeden Tag tracken, serious business und ciao.